Hallo und grüß Gott zum Ländetalk hier im Café-Bar-Restaurant Hubers in Götzis. Heute mit dabei Adi Hütter. Hallo Adi. Hallo, servus. Seit kurzem ja Trainer beim Cashpoint SC Rheinfalltach. Ich denke, eine spannende Aufgabe. Ja, auf alle Fälle eine spannende Aufgabe, weil im Endeffekt ist Cashpoint Alltag abgestiegen von der Bundesliga. Im Endeffekt sind nicht viele Spieler übrig geblieben, die einen Vertrag gehabt haben. Aber ich denke, mit dem heutigen Tag schaut es so aus, dass wir wieder eine gute Mannschaft zusammenbringen werden. Das wird auch das Ziel sein, dass wir eine Mannschaft beisammen haben, die wirklich versucht, vorne mitzuspielen. Das ist das Ziel des Vereines, das ist natürlich auch mein Ziel. Dass man hier in Vorarlberg eine Mannschaft hat, die versucht, die beste Mannschaft in Vorarlberg zu sein, dass es nicht einfach wird und natürlich auch versucht, in der Tabelle, das heißt in der Adelige, ganz vorne mitwischen kann. In der Presseaussendung des Vereins hat es geheißen, der verlorene Sohn kehrt heim. Für dich ebenfalls etwas Besonderes in Alltag als Trainer angestellt zu sein? Ja, auf alle Fälle. Erstens ehrt es mich, hier nach meiner zweiten Trainerstation, also nach dem Jahr bei den Red Bull Juniors, sofort hier diese tolle Herausforderung annehmen zu können oder diese Chance zu bekommen. Ich habe nicht lange gezögert. Ich habe mich mit dem Christoph Lengler, mit dem Walter Hörmann zusammengesetzt, habe ihnen meine Vorstellungen gesagt und ich habe natürlich die Informationen vom Verein bekommen. Ich denke, die Harmonie hat von Anfang an gepasst und ich war mir natürlich bewusst, dass wir zuerst einmal eine ordentliche Mannschaft zusammenbringen müssen und an denen wir alle drei beteiligt waren und noch beteiligt sein werden, dass wir diese zusammenbringen und ich habe gewusst, das ist eine Herausforderung, aber das ist das, was ich liebe und dass es natürlich hier ein Alltag ist, ehrt mich, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr und ist natürlich auch eine absolute Herausforderung. Mit dem heutigen Tag, du hast es vorher angesprochen, ein weiterer Baustein wurde erledigt. Matthias Koch bleibt in Alltag, Manfred Palminger und Oliver Schnellrieder, dein früherer Mitspieler, ist Co-Trainer. Ja, für den Matthias Koch habe ich mich besonders eingesetzt, weil ich in ihm einen sehr, sehr guten jungen Spieler sehe. Er ist bald 21 Jahre alt. Ist ein Spieler, der aus Vorarlberg kommt, der für mich absolutes Potenzial hat, in der Bundesliga natürlich zu spielen. Aber ich glaube, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, aber nicht lange. Ich denke ein Jahr. Ich glaube, er muss sich noch in der Persönlichkeit ein bisschen weiterentwickeln. Da habe ich mit ihm schon gesprochen. Mein Ziel ist es, dass ich ihm natürlich auf diesem Weg noch ein bisschen helfen kann. Mit der Verpflichtung von Manfred Palminger ist wieder ein weiterer Schritt gelungen mit einem erfahrenen Spieler in der Adelliga. Ein Linksfuß, der sehr, sehr gute Standards schießt, menschlich absolut in Ordnung ist und denke, dass auch das eine wichtige Verpflichtung war. Und schlussendlich mit dem Oliver Schnellrieder habe ich mir einen Co-Trainer gesucht, den ich seit 1991 kenne, wo ich mit ihm zusammengespielt habe. Wir kennen uns schon seit fast knapp 20 Jahren. Und Oliver Schnellrieder bekommt auch die Chance, denke ich mal, diesen Übergang von Spieler zu Trainer zu bekommen. Das habe ich vor 2 Jahren bei den Red Bull Juniors genossen, wo mich der Michi Streiter dann nach meiner Verletzung, wo ich nicht mehr weiterspielen konnte, in das Team genommen hat. Und so werde ich auch dem Oliver Schnellrieder die Chance geben, dass er bei mir einsteigt und dass er auch einmal die andere Seite vom Fußball kennt. Trainer ist einfach was anderes als ein Spieler. Kommen wir zum Sprung vom Spieler zum Trainer. Du warst im Nationalteam 14 Mal im Einsatz für Österreich. Wie würdest du den Trainer Adi Hütter beschreiben? Ja, wenn ich in mein Trainerprofil schaue, dann gibt es 7 Punkte, die ich einfach versuche, oder einfach an einem Verein so weiterzugeben, wie ich sein will. Das ist natürlich absolut diszipliniert. Ich bin sehr, sehr akribisch, sehr, sehr genau, vielleicht ab und zu mal übergenau, ehrgeizig. Ich versuche natürlich auch über die zwischenmenschliche Basis zu den Spielern zu gelangen. Und es gibt einige Punkte. Und als Spieler muss man natürlich, schaut man mehr oder weniger auf sich selber. Und als Trainer muss man natürlich schauen, dass der gesamte Kader bei Laune ist, dass der ganze Kader an ein Ziel arbeitet. Und ist ganz was anderes, aber ich denke, es ist viel, viel die schwierigere Aufgabe und viel, viel die reizvollere Aufgabe. In deiner Karriere gab es viele Trainer. Gibt es einen, den du hervorheben könntest oder willst? Ich denke, ich habe sicher in meiner Karriere 25 Trainer verbraucht und von jedem kann man sicherlich was abschauen. Als junger Spieler nimmt man vielleicht noch nicht so viel mit. Die Trainer dazumal und die Trainer von heute kann man, glaube ich, auch nicht mehr vergleichen. Denn heute Trainer zu sein, das ist schon eine Art Managerposten und man muss sich um viele Sachen mehr kümmern. Da gibt es die Trainingssteuerung, die sehr, sehr wichtig ist, die sehr viel erfordert. Und ich denke,
das Trainersein ist einfach mit Spieler nicht zu vergleichen, aber das ist eben die interessante Aufgabe. Hättest du gedacht, dass es so schnell geht, vom Spieler zum Trainer? Nein, ich habe gewusst, dass ich sicherlich im Fußball bleiben möchte. Das 20 Jahre Profifußball ist das, wo ich die meiste Erfahrung gesammelt habe. Klarerweise wollte ich das versuchen als Trainer. Ich habe als Co-Trainer begonnen, hatte auch als Individualtrainer bei den Red Bull Juniors die Perspektivspieler unter mir und habe letztes Jahr das Vertrauen vom Verein bekommen, dass ich das Cheftrainerposten besetzen darf. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, mit der jüngsten Mannschaft in der Liga die Klasse zu halten. Das war auch das Ziel. Und jetzt habe ich die Chance bekommen, als Trainer hier in Altach zu arbeiten. Und das ist natürlich wieder ganz was anderes, weil dort ist die Zielsetzung, junge Spieler weiterzuentwickeln, Spieler an die Kampfmannschaft heranzuführen und viele Spieler einzusetzen. Und hier in Altach ist es natürlich eher umgekehrt, dass man versucht, um den Meistertitel mitzuspielen. Wenige Junge werden wir wahrscheinlich einsetzen, obwohl trotzdem sollte auch das Ziel sein, dass wir junge Vorarlberger Spieler in der Mannschaft einbauen können. Wenn wir schon bei der Mannschaft sind, auf was dürfen sich die Fans von Altach denn freuen? Wird offensiv Fußball gespielt unter Adi Hütter? Klarerweise, es ist immer eine Mischung zwischen offensiv und defensiv. Ich glaube, in erster Linie ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man hinten einmal sehr, sehr gut und sehr, sehr gut organisiert steht. Wenn man die Null halten kann, ist die Chance immer sehr, 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 sehr groß, dass man dieses Spiel gewinnt. Und natürlich sollte es ein Wechselspiel zwischen defensiv und offensiv sein. Und mir ist es natürlich am liebsten, wenn wir einen sehr gut gepflegten, technisch hochversierten Fußball in der Offensive spielen und einen zweikampfbetonten, taktisch disziplinierten Spiel in der Defensive. Aber das bedeutet natürlich viel Arbeit, das bedeutet viel Laufarbeit. Und wenn man weiß, dass die Meisterschaft in 3 Wochen beginnt und die Mannschaft noch immer nicht steht, wird das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in einigen Wochen diesen Fußball spielen können, den ich sehen will. Und gespannt darf man dann auch auf die vielen Vorarlberger Derbys sein. Ich glaube, heute als Trainer oder Fußballspieler, glaube ich, ist es fast am interessantesten, in der Adelliga in Vorarlberg zu spielen. Es gibt 4 Vereine, wo in einem Umkreis von 10 Kilometern. Das ist natürlich sicherlich ganz was Besonderes und treibt natürlich die Spannung noch viel mehr in die Höhe. Es gibt viele Derbys, großes Zuschauerinteresse und wir haben natürlich auch ein Ziel, und das heißt, zu versuchen, die beste Mannschaft in Vorarlberg zu sein. Ich denke, Austria Lustenau mit Edi Stöhr hat auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber ich glaube, wir Altacher, wir werden natürlich versuchen, vor den Lustenauern zu sein. Super, wünschen wir viel Glück, Adi Hütter. Dankeschön. Und viele Punkte in der kommenden Saison. Danke. Das war's hier vom Ländetalk im Café-Bar-Restaurant Hubers in Götzis mit Altach-Trainer Adi Hütter. Bei uns geht's jetzt weiter mit der Sendung.